Neuköllner Oper Berlin. Auf dem Spielplan eine Tragödie. Dem schönen Griechenland droht die Staatspleite, Europa steckt in der Eurokrise. Doch wie werden die EU-Hilfen in der Wiege der Demokratie empfunden? Der Dramaturg Bernhard Gloxin hat lange mit Griechen über die Krise gesprochen. Deutschland ist eine Okkupationsmacht. Es wird so wahrgenommen, Deutschland an der Spitze halt der EU, als diejenigen, die jetzt wieder einmal die Regeln diktieren, die sagen, was man tun und was man nicht tun darf. Und man muss es verstehen, dieses Land hat so viel Fremdherrschaft erlebt, dass diese neue Phase für die Griechen sehr emotional, sehr anstrengend ist. Ausgangspunkt der Debatte ist Verdis Oper Aida. Die Griechen treten an die Stelle der unterworfenen Äthiopier. Der herrschende Pharao ist hier die Europäische Zentralbank. Die Hauptmetapher in der Inszenierung ist das Grab, welches auch die Hauptmetapher der Oper Aida ist. Jeder in der Inszenierung fühlt sich auf irgendeine Art gefangen in einem Grab. Jeder versucht zu entkommen. Einige sind dabei erfolgreich, andere sind es nicht. Auf jeden Fall ist am Ende nichts wirklich gelöst. Nach Berlin soll die Inszenierung ins krisengebeutelte Griechenland, auf eigene Initiative und Kosten. Die staatliche Förderung von Kultur steht seit langem ganz oben auf der Abschussliste. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist der Fakt, dass Künstler jetzt zum Luxus zählen. Das ist wirklich etwas Gefährliches. Wenn die Leute das wirklich glauben, dann ist das ihr Ende. Ich glaube, gut wäre an Öffentlichkeiten, interessierte und auch emotionale und mitfühlende Öffentlichkeit hier in Deutschland, die sagt, was sind das für Schulden, wo kommen diese Schulden wirklich her, wer ist daran wirklich beteiligt gewesen und kann man sie nicht wirklich erlassen. Yasu Aida ist eine Oper, die ein griechischer Warnruf an das ganze Europa sein soll. Wir sind nur ein Beispiel. Es kann jeden treffen.